Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen VR-Newsflash. Gestern war die Meta Connect 2022 und ja, das wird natürlich heute Thema sein. Die Quest Pro wurde angekündigt und vorgestellt. Dann gibt es aber auch noch andere Neuigkeiten von Meta, und zwar bleibt der Verkaufsstopp von Meta in Deutschland weiterhin aktiv. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann gibt es Neuigkeiten von Valve, von HTC gibt es ein bisschen was. Und ja, dann gibt es auch noch ein paar neu angekündigte Games. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Und ja, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Der Meta-Verkaufsstopp in Deutschland bleibt weiter erhalten. Und seit Anfang 2019 haben wir den Verkaufsstopp in Deutschland. Und ja, das ist alles andere als positiv für VR, um wirklich VR weiter voranzubringen in Deutschland. Sollte dieser Verkaufsstopp aufgehoben werden. Und ich habe selber meistens so verstanden, dass wirklich das Bundeskartellamt da irgendwie auch einen kleinen Riegel vorgeschoben hat. Aber nein, es wird jetzt ganz klar gesagt vom Bundeskartellamt, der Verkaufsstopp kommt seitens Meta. Also Meta verhält sich gerade so ein bisschen wie ein kleines bockiges Kind. Das habe ich heute auch bei uns auf dem Discord gelesen. Und das passte ganz gut und sagt, nein, wir verkaufen unsere Headsets jetzt nicht mehr in Deutschland. Da soll der Konsument mal ein bisschen Druck aufbauen und dem Bundeskartellamt mal zeigen, was Sache ist. Und das kann überhaupt nicht Sinn und Zweck sein, dass sie so ein großer Konzern da einfach sich irgendwie durchdrücken will, durchmogeln will. Also die wirklichen Beweggründe, warum, wieso, weshalb jetzt wirklich dieser Verkaufsstopp da ist und warum der Clinch da ist, weiß man nicht ganz genau. Damals gab es ja den Zusammenschluss von Oculus-Konten, Facebook-Konten, Meta-Konten, und das ist in Deutschland nicht erlaubt, dass sich zwei Konten einfach zusammenfügen, und da hat das Bundeskartellamt sich auch eingeschaltet. Und aber es gibt wohl mehrere Gründe, wieso, weshalb, warum das Bundeskartellamt sich da eingeschaltet hat, warum auch immer. Ja, müssen wir abwarten, ob da wirklich mal die wirklichen Gründe zum Tragen kommen oder nach draußen kommen. Ja, nichtsdestotrotz ist es nicht gut für VR. Immer, ja, ich kann es nur von mir, von meinen Erfahrungen her sagen, die meisten Leute in Deutschland können mit VR gar nichts anfangen, kennen VR gar nicht, und das ist halt traurig. Wenn diese Geräte mal wirklich in den Läden liegen würden, dann wäre das natürlich auch was anderes. Natürlich, hier steht auch, Meta macht trotz Verkaufsstopp weiter Werbung in Deutschland. Ja, gut, schön und gut, aber wenn man die Geräte dann im Ausland beziehen muss, ist es natürlich auch nervig, über Frankreich, Amazon Frankreich und so weiter, da gibt es die Geräte ja dann zu erhalten. Aber das machen auch nur so VR-Fans, so Bekloppte, sage ich mal, wie wir im positiven Sinne. Andere Leute gehen diesen Weg erst gar nicht, und ja, das ist natürlich schade, aber es ist jetzt so, müssen wir uns erstmal dran halten, aber Fakt ist, dass es nicht geht, dass da so ein großer Konzern sagt, so der Konsument in Deutschland soll doch mal ein bisschen Druck aufbauen. Und also, wenn das wirklich der Plan ist, ist es sehr traurig. Und ich finde, das Bundeskartellamt und Meta sollte da wirklich selber eine Lösung finden, um das Ganze zu umgehen und nicht das alles auf den Konsumenten abwälzen. Ja, so ist es nun mal, da können wir nichts dran ändern. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Quest Pro wurde gestern auf der Meta Connect vorgestellt, und ja, viele haben sich gedacht, cool, das wird mein nächstes Headset, kaufe ich mir. Klar, es ist nicht für den Endverbraucher gedacht, es ist eher so, ja, Arcadehallen, Büro. Also Meta möchte wirklich mehr in den Bürosektor rein, da haben wir auch nachher eine News dazu. Das passt auch ganz gut zur Quest Pro, und es ist jetzt nicht wirklich für die normalen Endconsumer, die jetzt damit zocken wollen oder sonst was machen wollen. Und ja, das Gerät, wenn man das jetzt bestellt, man kann es nicht in Deutschland bestellen, wie eben schon gesagt, muss man es in Österreich oder sonst wo bestellen, und kostet dann 1.800 Euro. 1.800 Euro ist ein verdammt happiger Preis, muss man ganz klar sagen. Und ja, in Zeiten von Inflation und so weiter, wo das Geld immer weniger wert wird, alles mehr kostet, muss man sich natürlich so eine Anschaffung dann gut überlegen. Also für mich wird es nicht in Frage kommen, dass ich mir so ein Headset dann kaufe, so teuer, wie es jetzt ist. Wer da draußen von euch liebäugelt jetzt mit dem Kauf oder sagt, nee, also für den Preis auf keinen Fall? Oder wer von euch hat es eventuell schon sogar bestellt? Gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, können wir gerne mal drüber sprechen und schreiben. Und ja, wir haben hier einen Halo-Strap. Es sieht so aus, dass es wirklich auch fest verbaut ist. Das heißt, wir können es auch nicht wechseln, wie wahrscheinlich bei der Pico auch.
Da muss man aber noch abwarten, ob es dann eine Möglichkeit gibt. Aber hier, das sieht für mich so aus, dass es überhaupt nicht wechselbar ist. Und die Specs haben mich jetzt auch nicht so wirklich umgehauen, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch ein bisschen einen Hands-on-Bericht gelesen. Der hat mich jetzt auch nicht so krass umgehauen, wenn man da vorher die ganzen Werbesachen gesehen hat. Hat man gesagt, oh, das sieht schon echt alles sehr, sehr gut aus. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz das kurze Intro hier an von Meta zur Meta Quest Pro. Vom Design her muss man klar sagen, es ist Geschmackssache. Also ich finde es jetzt auch nicht so wirklich toll, aber ist alles Geschmackssache. Wir haben hier auch Pancake-Linsen verbaut, sieht man auch an der flachen Bauform vorne. Kann ich jetzt mal ganz kurz nochmal in den Stopp-Modus gehen. Da sehen wir die Controller im Nahaufnahme. So, hier sehen wir, ne, ist ziemlich, wird ziemlich flach gebaut. Wir haben kein Zubehör dabei, was hier uns komplett blichtdicht nach Außenwelt abschirmt, blickdicht. Das heißt, wir müssen das kaufen. Das gucken wir uns auch gleich mal an. Ist auch eine Sache, die gar nicht geht. Aber daran sieht man natürlich, es geht mehr in den Bürobereich, in die Arbeitswelt hinein. Da soll man nicht ganz abgeschirmt sein, sondern soll mal ganz kurz das Ding auch hochziehen können. Und wenn man hier komplett ein Facecover hat, ist es wieder schwieriger, das hochzuheben. Und ja, da sieht man auch ganz klar, dass es wirklich in Richtung Büro geht. Es sieht bequem aus, definitiv bequemer auch als die Pico 4. Pico 4 Headstrap gefällt mir nicht wirklich, muss ich ganz klar sagen. Da sieht das ganz ja, viel angenehmer aus. Ja, so ein Halo Strap ist meistens sowieso angenehmer zu tragen, weil man es auch wirklich hier so schön vorne ablegt und man hat nicht das Gefühl, dass es alles runterzieht. Wir haben hier auch den Akku hinten verbaut. Das ist natürlich auch praktisch und es gibt auch eine schöne Balance. Sieht man hier ist der Akku verbaut, deshalb auch ja alles relativ starr. Hier sind die Lautsprecher verbaut, ist mit Sicherheit auch ein guter Sound. Das sieht man wirklich jetzt, dass es auch Lautsprecher sind und keine irgendwie einfach nur kleine Auslässe. Und ja, gehen wir nochmal hier zurück. Lassen wir uns mal ganz kurz die Specs ansehen. Die hat der Andi gestern in unsere Facebook-Gruppe gepostet. Wer die Facebook-Gruppe noch nicht kennt, unten in der Beschreibung habe ich die verlinkt. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns da joinen würdet. Und wenn man sich jetzt hier mal anschaut, die Bildschirmauflösung 1800 mal 1920 pro Auge und das als LCD. Die Quest 2 hat, glaube ich, 1832 mal 1920 pro Auge. Und ja, dann sieht man, die Quest 2 hat eigentlich eine höhere Auflösung. Ist aber der einzige Unterschied ist jetzt hier, dass wir bei der Pro-Version haben wir kein normales LCD-Display, sondern wir haben ein sogenanntes QLED mit Local Dimming. Das heißt, man kann wirklich hinterm Display Bereiche wirklich komplett abschalten. Das heißt, wir haben einen besseren Schwarzwert. Der Schwarzwert kann leider nicht wie bei OLED erreicht werden, aber er ist besser als beim normalen LCD-Display. Das ist der Vorteil von QLED. Weil bei einem normalen LC-Display hat man wirklich eine Beleuchtung hinterm Display und die kann man auch nicht abschalten, nur komplett. Und das geht nicht. Also man kann keine einzelnen Bereiche abschalten. Das heißt, es ist immer da. Deshalb haben wir auch kein Schwarz, sondern so ein schwarz-grau-Mischmasch. Das ist jetzt hier der Unterschied, dass wir wirklich dann tollere Kontraste haben und ja, die Farbwiedergabe soll auch ganz gut sein, aber auch nicht überragend, so wie ich es im Hands-on gelesen habe. So, wir haben hier eine Refresh-Rate von 72 Hz und 90 Hz. 72 ist wohl der Standard-Herztakt vom Display und ist dann auch, ja, wie bei der Pico 4, auch auf 90 Hz hochstellbar. Die Linsen sind Pancake. Ja, die Vorteile haben wir ja, sind wir ja schon durchgegangen. Eine flachere Bauform, kein Fresnel-Schliff, das heißt, wir haben auch keine starken God-Rays. Wir haben hier ein Field of View von 106. Ich glaube, die Pico hatte 105 oder 105 bis 110. Ich meine aber 105. Ja, scheint dann auch ganz gut zu sein. Kein Klobrillen, kein Klopapierrollen, Durchblick mehr. Wir haben eine stufenlose IPD-Verstellung von 55 bis 75. Das ist ganz stark. Also, es ist eine ganz starke Leistung, muss man ganz klar sagen. Hier geht bei der Pico nur 58,5, habe ich geschafft, bei mir einzustellen. Weniger ging nicht. Bis 72 dann.
Der Prozessor ist ein Snapdragon XR2 Plus, das heißt, die zweite Generation soll wohl auch viel, viel mehr Leistung haben als der XR2 erste Generation. Wir haben einen Arbeitsspeicher von 12 GB, dagegen die Pico 4 hat nur 8 GB. Ja, Speicher haben wir 256 GB, das ist ganz gut. Ein USB-C-Anschluss haben wir und wie ich schon gesagt habe, soll der wohl auch dieses DSC haben, das heißt, wir können darüber wahrscheinlich einen DisplayPort ersetzen. 722 Gramm ist natürlich auch nicht wenig, muss man ganz klar sagen. Batterie-Lebensdauer ist zwischen 1 und 2 Stunden angegeben. Pico 4 gibt 2 bis 3 an. 3 Stunden stimmen hier aber auch nicht ganz. Also 2 Stunden sind aber realistisch, das habe ich schon geschafft. Ja, wir haben hier natürlich ein Inside-Out-Tracking. Wir haben keine Kameras mehr, die wir aufstellen müssen oder sonst was. Wir haben ein Eye-Tracking, wir haben ein Face-Tracking, was ganz gut funktionieren soll, so wie ich es gesehen habe oder gelesen habe. Ja, Handtracking. Die Controller haben keinen Ring mehr, sondern die haben auch einzelne Kameras, die dadurch dann erlauben, getrackt zu werden. Und ja, die finden wir bestimmt auch hier irgendwo. Jetzt bin ich hier auf eine Seite gekommen. So. Ja, hier ist nochmal erklärt, Local Dimming 1800x1920 Punkte. Durch die Quantum Dot Technologie hat man einen 75% höheren Kontrast und kräftigere Farben. Ja, aber die Auflösung ist jetzt nicht wirklich der Hammer. Ich habe auch gelesen, das Ding hat ja Farb-Pass-Through, also Color-Pass-Through, aber das wirklich in 3D, weil zwei Kameras verbaut sind in Farbe. Ja, bei der Pico haben wir nur eine. Das merkt man auch ganz klar bei der Durchsicht. Wer mein Video gestern von der Pico nicht gesehen hat, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da zeige ich euch das Betriebssystem der Pico und auch die Color Pass-Through. Und ja, aber hier soll halt auch Mixed Reality möglich sein. Und ja, in der Werbung sieht man natürlich super klare Farbbilder und so weiter. Aber im Hands-On wird ganz klar gesagt, dass es nicht so gut aussieht. Die Durchsicht ist immer noch leicht körnig. Es gibt teilweise Schlieren zu sehen und so weiter und so fort. Also perfekt ist das Ganze immer noch nicht. Das sieht man hier in den Hands-On, könnt ihr euch auch mal durchlesen, ist alles unten verlinkt. Da gibt es ja immer wieder YouTube-Kanäle, die das Ganze vorher testen können und dann halt wirklich darauf auch eingehen. Also alles in allem scheint es ein gutes Headset zu sein, Mixed Reality Headset. Es geht immer mehr Richtung Büro. Endverbraucher sind nicht mehr so gefragt. Als reine Spielekonsole ist es halt nicht gedacht, aber es spielt alle Quest 2 Sachen ab. Wir haben Color Pass-Through, das ist der Vorteil. Dadurch können wir halt mehr Mixed Reality Sachen benutzen, sage ich einfach mal. Und hier sehen wir auch nochmal die Controller und hier sehen wir auch die Kameras in den Controllern hier oben drin und dadurch brauchen die den Ring nicht mehr, die tracken den Raum selber, die Kameras und dadurch brauchen wir den Sensorring nicht mehr, wo die Infrarot-LEDs drin sind, die getrackt wurden. Ja, das erstmal zur Quest Pro. Wie gesagt, mich würde interessieren, wer von euch kauft das Gerät? Also ich sehe jetzt keinen großen Vorteil, wenn man jetzt reiner Zocker ist. Mixed Reality interessiert mich noch nicht so sehr, muss ich ganz klar sagen. Es gibt aber auch schon Inhalte wie Demio, die jetzt ein Update erhalten, wo die Quest Pro von profitiert. Da gibt es Demio dann halt in AR-Optik. Ne? Kann man zu Hause auf dem Tisch schön spielen. Die Quest 2 soll aber auch davon profitieren, aber da haben wir halt weiterhin diese wabbelige Schwarz-Weiß-Durchsicht. Ist natürlich nicht so schön. Aber es wird unterstützt. AR findet immer mehr in unserem Bereich Einzug, erhält immer mehr Einzug. Und AR kann ganz witzig sein. Ich finde es aktuell aber noch nicht wirklich so, dass ich sage, boah, ich muss es jetzt haben. Von daher würde für mich die Quest Pro jetzt aktuell keinen Sinn machen. Quest 3 eventuell, ne? Da gibt es mit Sicherheit gute Sachen. Muss man jetzt mal abwarten, was die Quest 3 kostet, was sie alles beinhaltet. Und das war erstmal die Quest Pro und jetzt kommen wir zum auch Quest Pro Thema.
Microsoft. Microsoft und Meta arbeiten zusammen, das wurde gestern bekannt gegeben und ja, das legt auch nahe, dass Microsoft jetzt nicht in naher Zukunft ein XR-Headset rausbringt, also so ein VR-AR-Headset, sondern dass sie wirklich erstmal abwarten. Die Kooperation macht durchaus Sinn, denn Meta möchte immer mehr in den Arbeitsalltag, in den Büroalltag rein und möchte immer mehr ins Metaverse und ja, da macht die Kooperation dann natürlich Sinn. Ab 23 soll es dann Inhalte geben, immersive Meeting-Erfahrungen mit Microsoft Teams für die MetaQuest, dann halt die ganzen Sachen Microsoft 365 für 11, 10, Desktop-Streaming und so weiter und so fort. Dann halt Excel, Word, PowerPoint, was es da alles so gibt von Microsoft. Ja, diese Workrooms, wo man sich dann halt treffen kann, Meetings abhalten kann, das soll halt immer mehr Einzug halten in die VR-Headsets. Meta-Avatare in Microsoft Teams, na klar, wenn man jetzt ein Meeting hat, ist es natürlich cool, wenn man dann wirklich einen Avatar hat und dann durch die Pro auch dann Face-Tracking hat, Eye-Tracking und das ist dann halt wie ein normales Meeting, nur dass man dann halt als Avatar in dem Raum steht, ne? Ja. Ob man es gut findet oder nicht, ich sage ganz klar, es hat Vorteile, besonders weil halt ja nicht immer alle Leute in einem Raum sind, wo sie dann ein Meeting haben, sondern auch verstreut sind in mehreren Ländern und dann machen solche Teamsitzungen natürlich Sinn. Ist halt auch was anderes, als wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach vorm Laptop sitze, Kamera auf mich gerichtet und man macht dann so eine Microsoft Teams Besprechung, dann ist es wirklich was anderes, wenn man ja einen Meetingraum hat in VR und hat Avatare, man kann auch wirklich trotzdem zur Tafel gehen und da seine Präsentation halten und so weiter und so fort und das hat natürlich Vorteile, das sehe ich auch ganz klar ein. Metaverse ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich ganz klar sagen, da sehe ich jetzt keinen großen Vorteil, aber in sowas hier natürlich. Aber bis das wirklich bei den ganzen Firmen angekommen ist, besonders in Deutschland, da vergeht noch einige Zeit, da bin ich ganz sicher. Und da würde ich auch gerne eure Meinung hören. Wie wäre eure Firma dazu aufgeschlossen? Oder sagt ihr ganz klar, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass unsere Firma jetzt sowas anbietet. Weil dann müssten sie also ja fast allen Leuten auch so ein VR-Headset bieten und ja, aufgrund von Corona, Pandemie und so weiter, ist es ja immerhin auch noch ein Hygieneartikel. Da muss man halt gucken, ist das Gerät immer sauber, desinfiziert und so weiter. Und ja, das ist halt auch schon ein kleines Manko, sage ich einfach mal. Ja, es geht aber immer halt mehr ins virtuelle Arbeiten. Und ob es gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber gerne mal eure Kommentare dazu. Würde mich interessieren, wie ihr die Sache seht. Ja, es hat natürlich dadurch auch immer mehr, ja, dadurch durch den Erfolg von Meta im VR-Bereich hat es immer mehr ja, andere Firmen auf den Plan gerufen. Sony ist jetzt wach geworden wieder. Ja, scheinbar wird Valve jetzt wieder wach. HTC wird wieder wach. Also man merkt, der VR-Sektor wächst wieder. Es wird auch wieder gesehen, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist ja immer der wichtigste Faktor. Ohne das braucht man nichts zu produzieren oder herauszubringen. Und ja, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Der schlafende Riese ist erwacht oder ist es nur ein kleines Aufbäumen? Das muss man jetzt abwarten. Ich finde, Valve hat mit der Valve Index und Half-Life Alyx natürlich vieles richtig gemacht, aber ist dann komplett eingeschlafen und ja, man hätte da viel mehr Software rausbringen müssen, die auch alles unterstützt, was sie da mit ihren Controllern rausgebracht haben. Aber ja, jeder, der mich kennt, der weiß, ich bin kein Fan von den Index-Controllern. Die Grifffunktion funktioniert meistens nicht korrekt und so weiter und so fort. Also ich habe da immer mit zu kämpfen und ich würde liebend gerne, also ich liebe meine Index, aber ja, ich würde liebend gerne andere Controller dafür haben, außer die HTC Ones. Also die gefallen mir auch nicht. Aber nichtsdestotrotz ist die Index ein super top VR-Gerät, keine Frage, aber ist natürlich auch ja, alt geworden, seit 2019 im Sommer, glaube ich, kam sie raus und ja, ist gealtert, ist gut gealtert, aber ist nun mal gealtert, kann mit den jetzigen neuen Headsets und deren Displays und so weiter, Linsen, nicht mehr mithalten und da muss ganz dringend ein Upgrade her und ja,
Scheinbar tut sich jetzt da wieder was, aber nicht, dass jetzt irgendwas angekündigt wurde, sondern es gibt Stellenausschreibungen. Und Stellenausschreibungen heißt natürlich, ja, wir arbeiten immer noch daran, wir haben jetzt nicht aufgehört, daran zu arbeiten. Das ist erstmal positiv, aber man weiß natürlich auch nicht, wann die rauskommen. Also hier sehen wir verschiedene Stellen für Sensoren, Sensorik, Algorithmen und Handtracking, Eye-Tracking, Körpertracking und so weiter und so fort. Und da suchen die halt irgendwelche Entwickler, Ingenieure und so weiter, die daran arbeiten. Es wurde ja schon mal ein, ja, Codename Deckard hieß das, Headset, wurde mal irgendwie geleakt und da wurde darauf eingegangen, an was die gerade arbeiten und soll auch eine komplett andere Technologie vom Tracking haben, keine Lighthouse-Stations mehr, keine externen Kameras. Nicht so viele Kameras, soll nur eine besitzen und dann sollen wohl in den Controllern und auch im Headset sollen extra Sensoren verbaut sein. Hier wurde es auch ein bisschen erklärt. Und zwar werden diese Sensoren den Einfallswinkel des Lichtes berechnen und das Ganze dann 1000 bis 2000 Mal pro Sekunde, also 2000 Hertz. Und das ist natürlich ordentlich und dadurch soll wohl eine sehr präzise Berechnung vonstatten gehen, wo man sich im Raum befindet, wo die Controller sind und so weiter und so fort. Zur Hilfe gibt es dann für die räumliche Position noch eine Kamera, die den Raum dann trackt. Und das Ganze arbeitet halt anders als die Quest oder Pico, das Pico-Tracking. Und ja, da dürfen wir natürlich gespannt drauf sein. Meiner Meinung nach wird es dann auch ein Hybrid-Headset. Alles andere macht keinen Sinn. Diese ganzen rein Standalone-Geschichten werden wahrscheinlich nicht mehr produziert, sondern es wird immer irgendwie eine Streaming-Möglichkeit geben. Über Kabel, über einen USB-Port, sage ich einfach mal, der auch hoffentlich dann wirklich auch einen Display-Port ersetzt und die ganze Bandbreite dann zulässt, dass nichts komprimiert werden kann. Auch ohne Millisekundenverluste da ranzugehen, dass wir auch keine 80 Millisekunden da brauchen, bis das Bild in der Brille ankommt. Das ist für Simulationsfans auch sehr, sehr problematisch. Und Millisekundenzeit, Reaktionszeit ist immer blöd in VR, wenn wir die haben, wenn wir dann eine Verzögerung drin haben. Und von daher wäre das natürlich gut. Aber auch mit für normales Zocken, sage ich einfach mal, geht auch Streaming. Und wenn die ganzen Plug-and-Play-Sticks jetzt rauskommen, diese Air-Dongle-Geschichten, sage ich einfach mal, die eventuell dann irgendwann auch Wi-Fi 6E dann zulassen, dann haben wir sowieso keine Probleme mehr, was die Reaktion angeht. Dann haben wir ein richtig schönes, kabelloses Zocken, sage ich einfach mal. Ja, ich bin echt gespannt darauf, was Valve da anbietet. Und wir können das Ganze nur positiv sehen, dass da weitergearbeitet wird, auch wenn es langsam geht. So sieht es erstmal aus. Deckard wird wahrscheinlich hier, schreibt hier mixed und hoffen einfach mal, dass es dazu kommt. Wer den Artikel genauer lesen will, unten in der Beschreibung. Und ich habe dann auch das Patent hier nochmal verlinkt, könnt ihr dann euch auch nochmal anschauen. Und jetzt haben wir auch noch einen nächsten Konkurrenten, VR-Konkurrenten, sage ich einfach mal. Und das ist HTC. Letzte Woche gab es einen Tweet von HTC. Und das machen die ja gerne so, da haben die bei der Fokus-Reihe auch schon gemacht, dass die kleine Bilder immer tweeten und dazu kleine, ganz kleine Ausführungstexte nur schreiben. Und diese letzte Woche gab es dann auch einen am 6. Oktober, soweit ich weiß, und da stand dann Go Small or Go Home. Das heißt so viel wie, wir bekommen von HTC ein schönes, schlankes VR-Headset spendiert. Wie das Ganze aussieht, sehen wir hier natürlich nicht, weil wir sehen hier fast gar nichts, irgendeine Oberfläche, kann die Front sein, kann von oben irgendwas sein. Es könnte jetzt hier wirklich dahinter das Display sein, das sieht aber wieder viel zu groß aus. Lass uns einfach mal überraschen, was da noch kommt. Die werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich immer mal wieder so Schnipsel zeigen, bis die dann das fertige Produkt an uns vorstellen. Und ist auf jeden Fall, lebt HTC noch. Und die Fokus ist ja eher was für Firmen, für Spielhallen und so weiter. Es ist nicht wirklich für den Endverbraucher gedacht. Die Vive Focus kostet auch, glaube ich, 1400 Euro, die Vive Focus 3. Und das ist natürlich auch ein happiger Preis, wo man sagt, nee, kann ein gutes Headset sein. Ich habe selber nicht ausprobiert, kann ich überhaupt keine Kritik darüber äußern. Aber ist natürlich auch wieder so eine Sache. So viel kann aktuell keiner oder möchte keiner zahlen. So einfach ist das.
Und ja, wenn jetzt was Schlankeres rauskommt für den Endverbraucher, was auch relativ günstig ist, HTC hat meistens relativ teure Preise gehabt. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was da kommt. Hier wird von Vive Flow 2 gesprochen oder geschrieben. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was da kommt. Auf jeden Fall ist es gut, dass es immer weiter Konkurrenz gibt. Was aber schlecht ist, was wir auch in der Diskussion hatten jetzt in der Facebook-Gruppe, das fragmentiert natürlich auch den ganzen VR-Markt. Ich sag mal, die ganzen Stores, die einzelnen, die es jetzt gibt, ein Pico Store, einen Meta Store. Wir haben Steam ja, mit der Valve, ne, sag ich mal, wenn jetzt eine Valve Deckard rauskommt, dann haben wir dann einen Steam Shop. Wir haben mit der Pimax Crystal, die soll ja auch erscheinen. Habe ich jetzt gar nicht als Thema heute, aber Pimax Crystal ist noch ein Thema. Die haben dann auch einen eigenen Store. HTC hat einen eigenen Store mit Viveport. Und so ist der VR-Markt so fragmentiert, der Store-Markt. Und so wird es auch immer schwieriger zu wechseln. Ich sage einfach mal, wer jetzt von der Quest 2 zur Pico 4 wechseln möchte, ja, wenn der jetzt auf der Quest 2 100 bis 300 Spiele hat, ist es verdammt schwierig für den zu wechseln. Und ich würde demjenigen auch raten, nein, wartet noch, weil ob man durch den Wechsel von Quest 2 zur Pico 4, auch wenn die Pico 4 echt ein Top-Gerät ist, gefällt mir, ich mag das Gerät, aber für die Leute, die jetzt richtig viel Geld investiert haben in den Store, ist es verdammt schwer dann zu wechseln und zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt so viele Spiele neu. Macht man nicht, ist auch verdammt schwierig und ja, das macht das Ganze ja immer, immer komplizierter, mal einfach hin und her zu wechseln zwischen den einzelnen Geräten, sage ich einfach mal. Anders verhält sich jetzt, wenn die ganzen Geräte PC VR unterstützen und man dann auf den Steam Store wechseln kann oder auf den Meta Store PC VR-seitig, dann ist es ganz was anderes. Ansonsten ist es echt schwierig und aktuell von Quest 2 zu Pico 4 zu wechseln, muss man sagen, macht Sinn, wenn die Leute viel PC VR-Spiele spielen oder ganz wenig Bibliothek-Spiele haben. Wenn sich jetzt 2, 3, 4 Titel sind, okay. Aber wenn es dann so Richtung 100 geht, schwierig, echt schwierig. Klar, die Vorteile, die Pico 4, aber sind die jetzt, überwiegen die das Ganze, dass man jetzt, sage ich mal, eine Bibliothek, die 2.000, 3.000 Euro gekostet hat, wiegt die das auf? Weiß ich nicht. Schwierig. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kann diese Entscheidung euch auch nicht abnehmen. Das muss dann jeder für sich selbst herausfinden, sage ich einfach mal. Ja, das war das kleine HTC-Thema. Gut, dass Konkurrenz weiterhin da ist. Und ja, jetzt kommen wir zu unserer kleinen ja, Software-Sektion, sage ich einfach mal, Gaming-Sektion. Und ja, kommen wir dazu. Auf der MetaConnect 22 wurde gestern noch einiges auch an Spielen auch angekündigt. Und ja, die Bereiche wurden ein bisschen kleiner abgesteckt, wann was erscheint. Und ja, die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Meta hat da auch Einzug gehalten, was den Gaming-Sektor angeht. Und es soll bald möglich sein, Xbox 2D-Klassiker, sage ich mal, oder klassische Spiele auf der Quest 2 spielen zu können, über ja, Xbox Cloud Gaming. Was das alles für Spiele sind, weiß ich jetzt nicht. Es ist aber Fakt, dass da ein Abo auch seitens Xbox dann da sein soll. Und das ist der Xbox Gaming Pass Ultimate. Den muss man haben, sonst kann man das auch dann nicht genießen. Also so macht die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Meta dann auch wieder Sinn, weil die so ganz einfach miteinander ja eine Win-Win-Situation haben, ne? Die ganzen Office-Sachen finden Einzug in die Quest und andersrum können die ihren Gaming Pass verkaufen. Ja, Win-Win-Situation würde ich ganz klar sagen, ne? Dann gab es aber auch ja, nochmal neue Ankündigungen, sage ich einfach mal. The Walking Dead Saints and Sinners soll jetzt im Dezember erscheinen. Da gab es ja bisher kein richtiges, ja, ein richtiges Zeitfenster. Das Spiel soll auch für PlayStation VR 2 und PC VR 2 erscheinen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz kurz den Trailer an. Well, look at you, tourist. The living getting more desperate. Guess you ain't the only one who thrives on creating havoc.
Gonna take nothing short of a miracle to survive what's coming. Wherever the tourist goes, death ain't far behind. Ja, da habe ich mich gerade auch erschrocken, als der Zombie aus dem Fenster kam. Ja, da stand jetzt 1. Dezember. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Müssen wir einfach abwarten. Aber gut, wenn es da steht, wird es wahrscheinlich auch so sein. Ja, sieht ganz gut aus. Wir spielen wieder den Tourist, wie auch in Teil 1. Und ja, müssen uns dagegen verschiedene Gefahren, ja, müssen wir verschiedene Gefahren überstehen, sage ich einfach mal. Und ja, geiles Game, Walking Dead 10 Sinners, auch wenn ich das noch gar nicht so lange gespielt habe, so oft gespielt habe. Einfach ein mega geniales Spiel. Und wenn die das nochmal alles verbessert haben, umso besser natürlich. Und kommen wir zum nächsten Titel, der jetzt angekündigt worden ist. Behemoth. Und der ist vom gleichen Entwickler. Da gibt es jetzt auch einen Trailer zu, der aber jetzt gar nicht so aussagekräftig ist. Ich weiß echt nicht, um was es da geht. Aber schauen wir uns einfach auch mal an. Ja, Trailer kann man jetzt nicht dazu sagen, sondern eher einen Teaser. Und ja, Behemoth, eine brutale neue Welt. Ich denke mal, es ist ein Survival-Game. Das gerade diese Felsformation sah auch aus eher wie so eine große Klaue. Das würde auch dementsprechend, dass wir gerade so eine Art Erdbeben dann gesehen haben, dass es auch irgendwie was mit riesigen Kreaturen zu tun hat. Aber kann ich jetzt aktuell nur mutmaßen. Aber würde ich mal sagen, dass es so in die Richtung geht. Ja, dann ist Iron Man für die Meta Quest 2 nochmal angekündigt worden für den 3. November. Und das war bei einigen Leuten bei der PSVR sehr beliebt. Andere Leute haben es gehasst. Ich habe es selber nicht getestet, weil ich die PSVR nie hatte. Aber hat seine Liebhaber, sage ich einfach mal. Und ja, ist vollkommen in Ordnung, wenn das dann auch auf der Meta Quest erscheint. Und ja. Dann steht hier noch, Meta übernimmt 2 weitere VR-Studios. Das Studio Camouflage wahrscheinlich soll es heißen. Wird auch jetzt neuerdings Teil der Oculus Studios. Ja, und so weiter und so fort. Und die Übernahme von Supernatural-Entwickler Within Unlimited. Ja, Release-Date für Among Us. Am 10. November kommt Among Us raus. Ich habe es auch nie gespielt. Hat aber große Wellen im Internet geschlagen unter den Streamern auf jeden Fall. Es wurde rauf und runter gestreamt. Ja, hat auch seine Liebhaber, sage ich einfach mal. Und ja, alles gut. Gut, dass es sowas gibt. Und ja, da habe ich auch eine E-Mail zubekommen, Population One, ob ich da teilnehmen möchte am Sandbox-System. Werde ich mir vielleicht auch angucken. Da steht aber noch nichts fest zu dem Dings. Es soll halt ein Sandbox sein, wo wir Welten erschaffen können, so habe ich es verstanden, und können dann verschiedene experimentelle Sachen dann da versuchen. Schwerelosigkeit und so weiter und so fort. Ich bin gespannt. Population One ist ein cooles Game. Habe ich auch aus Zeitgründen viel zu wenig gespielt. Hat mir mal eine Zeit lang richtig Spaß gemacht. Ja, das war es eigentlich jetzt erstmal zu den ganzen News-Sendungen oder News-Themen. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen, war alles für euch dabei. War vielleicht, ich kann jetzt die Zeit gar nicht abschätzen, wie lange ich jetzt gebraucht habe, ob es jetzt ein Newsflash ist oder nicht. Aber die MetaQuest Pro musste man jetzt natürlich ein bisschen genauer erklären. Und ja, von daher ist es auch mal in Ordnung, wenn es ein bisschen länger dauert, wenn ich mich auch ein bisschen verquassel. Ich würde mich natürlich interessieren, was ihr über die ganzen Themen denkt. Gerne in die Kommentare rein, zum Verkaufsstopp, zur Quest Pro, zur HTC, zur Valve und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mal ja, unter die Kommentare schreiben. Oder ihr besucht uns einfach unter Facebook, unter der Facebook-Gruppe oder im Discord.
Alles unter der Beschreibung sind die ganzen Links, ja, zur Facebook-Gruppe, zur Discord-Gruppe, würde ich mich natürlich freuen. Da kann man natürlich ein bisschen, ja, einfacher kommunizieren als mit den Kommentaren, auch wenn ich mich über jedes Kommentar freue. Und wenn es nur steht, danke fürs Video, da weiß ich auf jeden Fall, dass meine Videos hier geschätzt werden. Gibt natürlich auch ein besseres Ranking, genau wie Likes und Abos natürlich. Das ist natürlich sehr wichtig fürs Ranking, damit man ein bisschen ja, besseres YouTube-Ranking bekommt. Ja, Leute. Wie immer, ja, würde ich mich über ein Like freuen, Abo-Button nicht vergessen und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.